Die lange Reise zurück steht an und mal schauen, wie weit wir kommen. Wie lange der Plan funktioniert. Es geht hierhin zurück. Wie heißt der Ort nochmal? Zeigt er gar nicht an. Ich weiß eigentlich, wie es heißt, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magi verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Dennoch bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur dem Schönen zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Ja, den öffnen wir jetzt aber trotzdem. Was soll's? Goren ist tot und du willst wissen, was du quer durch das geborgene Land schleppst. Du greifst mit unbeteiligtem Gesicht nach dem Beutel, damit die Zwillinge nicht denken, du würdest gegen Lord Ionans Anweisungen handeln. Mit flinken Fingern öffnest du die Knoten. Ein durchdringender, markerschütternder Ton erschallt. Kleine Leuchtkugeln schießen knatternd in die Luft und enden in bunten Explosionen. Bei Wakas Hammer und allen leuchtenden Feuern seiner Esse! Sofort springen die Zwillinge auf und ziehen ihre Waffen. Du fluchst und verschließt den Beutel schnell wieder. Bei allen Gebirgen des geborgenen Landes, was war das, Gelehrter? Ich wollte nur die magische Falle untersuchen. Sie ist gegen Diebe, falls jemand den Beutel stehlen will. Du versuchst langsam zu atmen, damit sie dir nicht anmerken, dass du dich genauso erschrocken hast wie sie. Boindil schaut den Sack feindselig an. Magischer Firlefanz. Die Zwillinge setzen sich wieder und du schaffst es, deinen Puls langsam wieder zu beruhigen. So heißt das richtig. Wie in den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boindal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, sodass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Wow, scheiße, was ist denn jetzt los? Du willst etwas sagen, doch die Klinge drückt auf deinen Kehlkopf und du kriegst nur ein Röcheln heraus. Du musst nicht reden. Ich werde dich nicht töten, noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boindal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boindil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest, doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Oh, scheiße, ey. Der Karren ist hier angehalten. Vielleicht erwische ich den mal. Erneut packt Boindil seinen Zwergenkäse aus und garrt ihn über dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Gegen Abend macht ihr am Wegesrand eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein bunter Händlerwagen steht achtlos abgestellt am Wegesrand und keine Seele ist zu sehen. Das gefällt mir gar nicht. Boindil, sieh du dich dort um, ich bleibe auf dieser Seite. Tungdil, nimm du dir die Umgebung hier vor und sei vorsichtig. Okay, warum sind jetzt hier noch zwei Fragezeichen erschienen? Kann ich hier die Karte bewegen? Nee, jetzt gerade nicht.
So, betrachte nur die Umgebung. Na, schauen wir erstmal die Umgebung. Dein Blick streift über die Straße und die Wälder auf beiden Seiten. Außer den Zwillingen, die sich ihren Weg in Rufweite durch das Unterholz bahnen, kannst du niemanden sehen oder hören. Der Wagen an sich ist unbeschädigt, ebenso die Deichsel. Doch die Bänder und Leinen, die normalerweise die Zugtiere halten, wurden sauber durchtrennt. Um den Wagen herum siehst du viele Spuren im Matsch. Hufspuren und Spuren von Menschen in schweren Stiefeln. Mindestens ein halbes Dutzend Lange haben sich dem Wagen von links und rechts aus dem Wald genähert. Das schwächer werdende Tageslicht von draußen erhellt das Innere des Wagens nur wenig. Es riecht nach Leder, Gewürzen und Kerzen. Und da liegt auch noch ein anderer Geruch in der Luft, den du nicht zuordnen kannst. Er erinnert dich an deine Schmiede in Lord Ionans Stollen und auch wieder nicht. Es herrscht Durcheinander, aber nicht mehr, als du bei einem alleinstehenden Zwerg erwarten würdest. Das Bett ist zerwühlt, auf der kleinen Werkbank türmen sich Werkzeuge und Materialreste. An der rechten Wand hängen mehrere Schränkchen. Am Ende des Wagens gibt es einen großen Kleiderschrank und links neben der Tür eine schwere Holzkiste mit angerosteten Metallbändern. In den kleineren Schränken türmen sich jede Menge Dosen und Schachteln, alle gefüllt mit Kleinkram, den der Händler auf seinen Reisen an den Mann oder die Frau bringen wollte. Nichts von Interesse. Du greifst zum Knauf des Kleiderschranks und hältst inne. Deine Füße haben auf dem Teppich vor dem Schrank ein Geräusch gemacht, als seist du in eine Pfütze getreten. Du versuchst zu erkennen, was den Vorleger getränkt hat, als plötzlich die Tür des Schranks aufspringt und etwas gegen dich prallt. Der Aufprall lässt dich einen Schritt zurück machen und die Erkenntnis, was dich getroffen hat, gleich noch zwei weitere. Vor dir liegt der Körper eines Zwerges, ohne Kopf. Der Kopf wurde sauber vom Hals getrennt. Der Zwerg trägt Kleidung, die dich eher an einen Menschen erinnert, und sie zeigt keinerlei Wappen, das sie in einem Stamm zuordnen würde. Du kanntest ihn nicht, aber solch ein Ende hat niemand verdient. Schauen wir erstmal die Truhe. Als du testweise versuchst, den Deckel der Truhe anzuheben, erkennst du, dass das Schloss aus dem Holz gebrochen wurde. Du öffnest den Deckel und blickst hinein. Zwischen Kleidung und einigen leeren Schachteln findest du einen Lautenkasten mit einer schönen Laute, wie die Menschen sie bauen, sowie einen Beutel mit Brot und gepökeltem Fleisch. Du nimmst die Laute an dich. Du kannst nicht spielen, aber solch ein Instrument ist gutes Gold wert. Du nimmst das Brot und das gepökelte Fleisch mit. Der zusätzliche Proviant sollte euch für einige Tage versorgen. Der Kopf wurde sauber abgetrennt, vermutlich mit einer scharfen Klinge. Ein Blick in den Kleiderschrank bestätigt dir, was du schon vermutet hast. Der Kopf des Zwergs ist nirgends zu sehen. Ein kurzer Pfiff lässt die Zwillinge im Laufschritt herbeieilen. Du berichtest ihnen, was du entdeckt hast. Es war eine Gruppe Reiter hier, mit schweren Stiefeln. Ich habe Mord im Wagen gefunden. Er wurde geköpft. Ich habe den Verdacht, dass die Söldner aus Brachstein etwas damit zu tun haben. Verdammte Zwergentöter! Du siehst Boindil an, dass er jemanden dafür bezahlen lassen will, und du kannst seine Gefühle nur zu gut verstehen. Ihr wickelt den Leichnam in Leinen, hebt ein Loch im Wald aus und legt den Leichnam hinein. Ihr gebt ihm ein paar seiner Werkzeuge und andere persönliche Gegenstände mit, die ihr im Wagen gefunden habt. Ihr wünschtet, ihr könntet mehr für ihn tun. In düsterer Stimmung setzt ihr eure Reise fort. Krass, okay. Das ist ja heavy. Wo waren das? War das... Was hat er gesagt? Aus welchem Ort? Turmweiler? Die Söldner, wo waren die denn nochmal? Und vor allen Dingen, was ist das jetzt hier hinten? Wir gehen da mal hin. Boah, wusste er denn jetzt, was der Mord heißt? Zwischen einigen Weizenfeldern befindet sich vor einem Gehöft eine Streuobstwiese. Ihr seht keine Arbeiter auf den Feldern, doch ein junger Mann liegt unter einem Apfelbaum. Er hat die Beine übergeschlagen und einen Strohhut auf seinem Gesicht liegen. Hallo, Entschuldigung, wir suchen nach einer Gruppe Söldner. Sind Sie hier vielleicht vorbeigeritten? Der junge Mann schreckt auf, offensichtlich war er eingenickt. Er schaut sich besorgt um. Als er euch erblickt, weicht die Furcht von seinem Gesicht und wird von Neugierde ersetzt. Dir scheint, als versuche der Mann, euch abzuschätzen. Und was habe ich davon, wenn ich euch antworte? Hm. 30 Goldstücke oder Drohnen?
Wenn du uns nicht weiterhelfen kannst, fragen wir gerne den Besitzer des Gehöfts. Wir sagen ihm, der im Schatten schlafende Mann von der Obstwiese hat uns geschickt. Was denkst du? Der Mann betrachtet dich abschätzend. Dann macht sich ein schiefes Grinsen auf seinem Gesicht breit. Schon gut, ihr habt mich erwischt. Die Leute sind nach Nordwesten geritten. Aber bitte, sagt Meister Mullen nichts. Dafür gibt es keinen Grund, wenn du die Wahrheit gesagt hast. Nordwesten also. Ihr setzt eure Reise fort, während sich der faule Gehilfe wieder ins Gras sinken lässt. Ist ja nett. Als ihr das Dorf Klintal betretet, fällt euch als erstes auf, wie ruhig es ist. Ihr seht kaum Menschen auf der Straße. Und die wenigen, die zu sehen sind, verschwinden sofort in ihren Häusern, als ihr näher kommt. Boindil zieht seine Beile und Boindal seinen Krähenschnabel. Etwas stimmt hier nicht. Seid wachsam. Ihr geht weiter, bis ihr den Dorfplatz erreicht. Schweigend treten von rechts und links Männer auf den Platz und schneiden euch den Weg ab. Du erkennst den Anführer der Söldnertruppe wieder, der euch mit zufriedenem Gesichtsausdruck mustert. Neben ihm steht ein gebrechlicher Mann mit ergrautem Haar, der von der Situation überfordert zu sein scheint. Er setzt mehrfach an, etwas zu sagen, doch ihm scheinen einfach nicht die richtigen Worte einzufallen. Noch bevor du etwas sagen kannst, ruft der Anführer der Männer so laut, dass alle es hören können. Da sind sie! Die Mörder des werten fahrenden Händlers Mord! Mörder? Komm her, Zwergentöter! Wollt ihr eure Schandtat etwa leugnen? Ihr wurdet beobachtet, wie ihr den armen alten Mord, einen euresgleichen, kaltblütig ermordet habt. Der alte Mann deutet unnötigerweise auf den Söldneranführer, als gäbe es einen Zweifel, wer der angebliche Zeuge ist. So, wir sind Zwerge und würden anderen Zwergen so etwas niemals antun. Wir haben Mordsleiche gefunden, wir sind auf der Jagd nach seinen Mördern. Ihr wollt uns beobachtet haben, habt nicht eingegriffen und stellt uns Tage später mitten im Nirgendwo eine Falle. Ich glaube, ich gehe mal die Richtung. Ihr wollt uns also bei einem Mord beobachtet haben, habt aber nicht eingegriffen? Dann habt ihr uns überholt und stellt uns erst hier, mehrere Tagesreisen entfernt vom Ort des Geschehens, eine Falle? Diese Geschichte ergibt wenig Sinn. Wir wussten, dass uns die guten Menschen von Klintal im Kampf gegen euch beistehen würden. Mord war bekannt und geschätzt in dieser Gegend. Aber woher wusstet ihr, dass wir ausgerechnet nach Klintal kommen würden? Würdet ihr wirklich uns folgen, wäre das nicht möglich. Wenn hingegen ihr die Verfolgten seid, dann war es euch ein leichtes, unsere Schritte in diese Falle zu lenken. Da ist was dran, Medoran. Warum? Der Dorfälteste bricht mitten im Satz ab, als der Anführer der Söldner sein Schwert zieht. Der Dorfälteste starrt vom Söldner auf euch, dann gibt er seinen Männern einen Wink, sich zurückzuziehen. Ha 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 ha. Ja, ihr dummen Söldner, was habt ihr jetzt davon? Oh, sie trickst. Cool, dass du gemacht hast. So, jetzt geht's auf die Mütze. Loaded, loaded. Passt auf die Bogenschützen auf. Oh, bei fiesem Wetter oder was? Nichts Besonderes beim Ringen? Na, das passt. Sollen wir mal speichern? Ah ne, es geht ja jetzt gar nicht. Töte die Söldner. Ja? Baut ihn unterwegs! Schluss damit! Das ist Pech für dich! Und jetzt? Was ist? Den haben wir schon mal erledigt. Dann kommt der noch hier drauf. Ja? Das geht auch da drauf. Ah, das geht noch nicht. Yeah. Jetzt geht's aber, oder? Und wie das geht. So, komm mal her, du machst jetzt hier. Nee, du kannst noch nicht. Du kannst auch noch nicht. Na, dann warte mal kurz. So viel Zeit muss sein. Komm mal ein bisschen vor. Für Frakas! Tun dir. Trau dich. Na, dann gehst du auf den hier. Zack. Der liegt. Nee, der liegt nicht. Okay. Der ist wahrscheinlich ein bisschen besser geschützt jetzt hier schon. Ja, man sieht ja auch schon, die haben jetzt schon so ein bisschen richtige Lederrüstung. Ja. Die haut's nicht so schnell um. Aber es haut sie zumindest zurück. Und jetzt? Zack. Er hat sich ja kaum gewehrt. Danke.
Zu sollen einfach. Die anderen sich mal erholen. Das war erschreckend einfach. Ah, hier hinten ist das Dorfbevölkerung, die sich zurückgezogen hat. Da hinten sind die nächsten, da oben sind Bogenschützen. Warum sind denn das so viele? So gut wie erledigt! Oh, einen hat sie runtergeschleudert. Ist den auch erledigt? Nee. Ah, es hat leider nicht gereicht. So, was haben wir denn noch? Das ist. Damit könnte man Leute wegschleudern. So gut wie erledigt. Aber für einen einzelnen nehmen wir mal den. Bin unterwegs. Ups. Jetzt habe ich meinen eigenen weggehauen. Aber ist gar nicht so doof. Dann können die beiden sich hier beschäftigen. Komm her, du. Ah, schönen Gruppenangriff. Wunder, könntest du mal? Ja? Was denn? Aber es haut die nicht um, oder? Doch, den hat's umgehauen. Und zack. Ja, aber es reicht nicht, um ihn wegzuschleudern. Was haben wir hier? Um ihm den Kopf abzuhauen, so rum. Beziehungsweise den finalen Kill anzulegen. Zack, das war der. Der kann sich ja mal ein bisschen... was haben wir denn auf... Was ist das nochmal gewesen? Zusätzlicher Aktionspunkt. Ja gut, den kriegen wir auch so kalt. Zack, das war's. Was denn? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Sollen die sich mal erholen? Einer unterwegs. Die könnten uns doch eigentlich helfen hier, oder? Nee, die ziehen sich einfach nur zurück. Das wäre auch ungünstig gewesen, wenn wir jetzt hier das ganze Dorf hätten erledigen müssen. Das hätte mir ein bisschen leid getan. Oh, da ist eine Fünfergruppe sogar. Ah, den ersten haben wir hergelockt. Sehr schön. Komm her. Hier kommt dein Ende. Ja? Mhm. Ups. Für Frakas. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was ist? Wunderbar. So, komm her. Dann bist du dran mit... dem hier. Ah ne, Moment. Ich könnte mal den versuchen. Zack, und jetzt rauf. Angriff. Ah ja. Okay. Er hat sich ja kaum gewehrt. Nur jetzt kriegt man den damit flach gelegt. So gut wie erledigt. Warum schiebt euch durch? Ach, das war Friendly Fire gewesen, okay. So, dann auf den und auf den. Und weiter! Ja, den hat's erwischt. Und ist er hier der Anführer von denen? Er ist zumindest der Letzte, der noch steht. Das ist Pech für dich. So, Moment, ihn ziehen wir mal ein bisschen zurück. Ne, machen wir erst noch den. So, jetzt. Was ist? Ziehen wir euch mal alle drei zurück. So gut wie erledigt. Bisschen heilen, bevor wir hier aus dem Kampf rausgehen. Nein, 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 nein. Einer unterwegs. Hier kommt dein Ende. Abscheuliche Kreatur. Das war's, oder? Ja. Der letzte Söldner geht zu Boden, doch Boindil ist noch immer im Kampfrausch. Du und Boendal müssen ihn gewaltsam zurückhalten, bis er wieder zur Vernunft kommt. Sonst würde er in die Häuser stürmen, um mehr Gegner zu finden. Du gehst zu dem Leichnam des Anführers der Söldner und durchsuchst seine Taschen. Nach nur wenigen Griffen wirst du fündig und holst einen Brief hervor. Ein anonymer Käufer sucht Zwergenschädel, sauber abgetrennt, geschoren und mit Honig in Gläser eingelegt. Es werden 1000 Goldmünzen für jeden Schädel bezahlt. Khan, Kopfgeldjäger-Gildenmeister. Das ist... Kopfgeldjäger, die Jagd auf Zwerge machen? Abscheulich. Du hebst den Brief gut sichtbar in die Höhe. Seht, Bewohner von Klintal! Der Beweis, dass diese Männer die Mörder sind. Es sind Kopfgeldjäger auf der Jagd nach Zwergen.
Der Dorfälteste kommt, flankiert von anderen Dorfbewohnern aus einem der Häuser. Du ignorierst ihre Waffen genauso wie ihre finsteren Blicke und übergibst den Brief. Es scheint, ihr sprecht die Wahrheit. Und ihr habt nur jene getötet, die uns betrogen haben. Ich danke euch. Der Dorfälteste gibt einer Frau ein Zeichen und wenig später kommt sie mit Essen und einem Beutel Gold zu euch. Nehmt das als Dank für eure Taten. Naja, hat sich doch so ein bisschen gelohnt. Das war doch gar nicht so schlecht. Sollen wir mal schauen, ob wir den anderen Wagen hier treffen können? Vielleicht hat der tatsächlich immer noch was dabei. Da ranzukommen ist gar nicht so einfach. Ah. Oh. Nö. Oh, jetzt fährt er in eine andere. Da war doch nicht mal ein Ort. Nee, das sind zu blöd. Dafür brauche ich jetzt so viel Proviant. Das machen wir nicht, das Spielchen. Vielleicht treffen wir ihn nachher nochmal irgendwann. Aber das ist mir jetzt... Ach, hier geht's gar nicht durch. Ach, Mist. Das ist mir jetzt zu blöd. Ah, in dem Dorf ist nichts mehr. Der fährt dann hier immer wieder zurück. Okay, verstehe. Warum befindet sich der Stollen des Magus hier mitten im Nirgendwo? Und warum lebt der Herrscher von Ionandar in einem Stollen und nicht in einem Schloss? Es hat mit den magischen Feldern zu tun, die sich unter dem geborgenen Land entlang ziehen. Die 5 Zauberreiche befinden sich dort, wo die Felder am stärksten sind. Und deswegen auch der Stollen, um näher an der unterirdischen Magie zu sein? Nein, es geht eher um Sicherheit. 200 magiebegabte Schüler und eine Quelle nahezu grenzenloser magischer Energie. Der Magus dachte wohl, ein unterirdischer Stollen ist der geeignetere Übungsort als der Turm von Meister Nudin, mitten in Porista. Mir gefällt das hier nicht. Hokus Pokus ist nichts Gutes. Wir Zwerge wissen das und lassen die Finger davon, wie Vrakas es wollte. Ich hoffe, du weißt das. Ich kann nicht zaubern und habe es auch nie versucht. Trotzdem, bitte tretet Lord Ionan respektvoll gegenüber. Bedenkt, dass er es war, der mich einst aufnahm und rettete. Wohlan, mich deucht die Zunge des Gelehrten, beginnt ein wenig hochmütiger zu werden und die Sätze gar merkwürdiger Dings zu winden. Komm, dass wir uns dem Stollen nähern. Du kannst dir ein ertapptes Grinsen nicht verkneifen. Mit einem beschwörenden Blick auf die Zwillinge trittst du auf den Platz vor dem Stollen. Da du niemanden siehst, den du begrüßen könntest, betrittst du mit deinen Begleitern dein altes Zuhause durchs offenstehende Tor. Lass mich raten, hier sind schon alle tot. Ist doch so der Klassiker, oder? Man kommt zurück und zack, alle tot. Wer hat denn diesen Tunnel gebaut? Mit einer Mischung aus Unglauben und Empörung mustert Boendal die bröcklige Decke. Seid leise, ich möchte Sie überraschen. Ist das ein guter Einfall? Wenn du deinen Meister nun vor lauter Schreck verhext? Ich möchte keine Maus oder ein Stück Seife werden. Im Stollen ist es ungewöhnlich ruhig, aber der Duft des Abendessens steigt dir in die Nase. Du stellst dir vor, wie Frala vom großen Topf in der Küche aufblickt und dich freudig ansieht. Es gibt wohl Gesottenes und Gebratenes zum Abendessen. Komm schon! Kein Grund, sich verzaubern zu lassen. Wir bleiben hier, bis du mit deinem Spielchen fertig bist. Volle Wette, das ist der Geruch von irgendwelchen kokelnden Menschen, den wir da schon in der Nase haben. Aber ich werde es sehen in der nächsten Folge und ihr, die Bücher gelesen haben, ihr werdet das wahrscheinlich schon wissen, aber ich lasse mich überraschen. Also bis dann, ciao!